Der scheidende bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkov hat die Ausweisung von 70 Diplomatinnen und Diplomaten aus Russland angeordnet. Viele von ihnen hätten für fremde Dienste gearbeitet. Ich möchte allen ausländischen Ländern, nicht nur Russland, sondern allen, die gegen die Interessen Bulgariens arbeiten, sagen, dass Bulgarien Dienste hat, die für unsere Interessen arbeiten. Petkov sagte weiter, die von der Ausweisung Betroffenen hätten ihren diplomatischen Status nur als Tarnung benutzt. Sie müssten spätestens am kommenden Sonntag Bulgarien verlassen. Wir erwarten ein vollbelegtes Flugzeug mit 70 Plätzen, das am Sonntag nach Russland fliegen wird. Der bulgarische Präsident Rumen Radev kommentierte die Ausweisung am Rande des NATO-Gipfels in Madrid und gab sich dabei sehr zurückhaltend. Ich hoffe, dass der scheidende Ministerpräsident diesen Standpunkt auf der Grundlage solider und verlässlicher Informationen sowohl über das Ausmaß als auch über die Folgen vertreten hat. Moskau kündigte als Reaktion bereits eine ähnliche Maßnahme gegen die diplomatische Vertretung Bulgariens an.